Ja, mein Name ist Svenja Knobloch und ich stelle hier zusammen mit der Maike Hase in den Räumlichkeiten der Volkshochschule Bilder aus. Unter dem Titel Lieblingsstücke haben wir unsere Lieblingsstücke zusammengetragen und das sind ganz unterschiedliche Beweggründe, warum die Werke eben hier ausgestellt werden. Es ist zum einen vielleicht das Motiv, was uns besonders anspricht. Zum anderen die Technik, die angewandt wurde in dem Bild oder einfach der Moment des Entstehens, wo wir das Bild gemalt haben. Hier in der Ausstellung sind unterschiedliche Maltechniken zu sehen und man kann das fast so ein bisschen an der Person ausmachen. Die Frau Maike Hase hat in der Regel hier ausschließlich Acrylbilder gezeigt. Und bei mir sind es fast ausschließlich Aquarelle, die hier zu sehen sind. Und so ist da auch eine ganz bunte und abwechslungsreiche Mischung entstanden. Ich möchte jetzt noch ein paar Worte zu dem Bild Frühling neben mir sagen. Das Bild ist auch ein Aquarell und das ist in der Technik Nass in Nass entstanden und gemalt worden. Bei dieser Technik ist es so, dass man das Papier vorher anfeuchtet und dann eben die Farbe aufträgt. Und dabei ist es immer sehr spannend zu sehen, wo sich die Farbe ihren Weg sucht auf dem Papier. Und es ist auch nicht immer ganz zu kalkulieren, wie das Ganze eben vonstatten geht. Ich mag die Verläufe in diesem Bild sehr gerne und finde auch die Farbgestaltung mit dem Pinken, mit dem Rosa stimmt ganz positiv und drückt auch den Frühling aus. Ja, ein paar Worte zu dem Bild Gewitterstimmung hinter mir. Das Bild ist auch zum Großteil in der Nass-in-Nass-Technik entstanden und es gibt halt große Wolkenformationen und ansonsten ist viel angedeutet in dem Bild. Es ist viel weiß gelassen. Das ist eben auch typisch für die Aquarellmalerei, dass ganz viel freigelassen wird. Und auch wenn zum Beispiel die Häuser nur angedeutet sind, sind sie doch als solche zu erkennen. Das ist auch speziell für die Aquarellmalerei, dass man ganz viel eben auch andeuten kann. Ja, das waren ein paar einleitende Worte zu der Ausstellung Lieblingsstücke. Ich kann nur sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, zusammen mit Maike Hase das alles vorzubereiten. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich die Ausstellung hier vor Ort in den Räumlichkeiten der Volkshochschule in Basinghausen ansehen würden.